Okay, Leute, los geht's. Also wird das jetzt die finale Mission. Ach, wir sind da relativ gut ausgerüstet. Wir hätten noch ein, zwei Sachen skillen können, so, aber. Sorry, ich habe jetzt auch keinen Bock, jetzt noch 4 Stunden saure Sachen einzusammeln, weil so spannend ist das auch nicht. Die Story ist deutlich geiler. Okay, wieso hatten wir jetzt den Anzug an? Hat sich ja schnell umgezogen, wie es aussieht. Wir schaffen das Unmögliche, Doc. Aber ich muss es zerstören. Mit einer kleinen Eigenkreation. Alter Schwede. Sieht das fett aus. Auch wenn ich mich gerade ein kleines bisschen ärgere, weil ich extra den Anzug freigeschaltet habe. Nein. Aber egal, das sieht super fett aus, Leute. Nice. Einmal melden wir uns mit Live-Bildern von Bürgermeister Osborn, gefangen auf dem Dach des Oscorp Tower. Soll ich etwa betteln? Das wird nicht passieren! Die Welt wird die Wahrheit erfahren, bevor sie dich vom Gehsteig kratzen. Sag ihnen, was du getan hast! Ich... niemals! Ja! Alles, was du hast, gründet sich auf Lügen! Lügen! Ja! Du nahmst mir meine Firma, meine Ideen! Jetzt... die Wahrheit! Die Wahrheit. Okay. Die Wahrheit ist, deine einzige erfolgreiche Arbeit war die mit mir. Die Wahrheit ist, du hast nie akzeptiert, dass ich besser bin als du. Du bist ein Versager, Otto. Und wirst es immer sein. Yeah. Oh, wie cool. Geben Sie mir das Antiserum. Otto, Sie haben Ihr ganzes Leben den Menschen geholfen. Bitte. Du kämpfst gegen den Falschen. Aber wie du meinst. Wir haben nicht viel Zeit. Bitte! Ich übergebe das Antiserum, wenn Osborn für seine Taten büßt! Geben Sie mir das Antiserum! Sie haben Osborn doch bereits ruiniert! Nein! Er fällt immer auf die Füße! Er muss alles verlieren! Ganz ruhig. Ah, okay, weiter schwingen. Schwingen ist immer gut. Ich muss mehr schwingen. Der mich halt trotzdem noch erwischt. Ein schöner neuer Anzug wird nicht helfen! Ich kenne Ihre Schwächen!
Ich habe keine Schwächen! Ich überlege gerade, was ich noch machen kann, außer Sachen auf den zu werfen. Du verschwendest meine Zeit! Ich kann die... was der Baller kann zurückwerfen. Okay, was da? Das hat nicht so richtig funktioniert, wie ich dachte. Nutze Netzung... ich kann noch Netze benutzen. Okay. Osborn ist der Verbrecher! Nicht ich! Echt das? Mit. Okay. Ey, was soll das denn? Ich möchte Ihnen helfen! Boah, ist das krass. Können wir ein bisschen Leben gebrauchen, ey. Okay. Sie schaden sich nur selbst! Die kann ich zurückwerfen, ja? Scheiße! Das geht halt auch fucking schnell. Weg hier. Ich glaube, ich kann drauf. Ich hätte schon noch... fuck! Okay. Meine Geduld ist erschöpft! Reicht das? Wieso geht das nicht? Du bist erbärmlich! Okay, ich bin gleich tot. Ja, das ist jetzt nicht vor, so spannend zu machen, Leute. Okay, die Dinger muss ich werfen. Also es ist halt voll schnell, schwer, weil das voll schnell geht. Jetzt. Bist du schon müde? Juhu, nice. Genug gespielt. Oh je. Beeilung. Ach du Scheiße. Ich habe keinen Überblick mehr, Leute. Nein. Menschen sterben. Sie brauchen das Antiserum jetzt. Ich heile die Stadt, nachdem Osborn erledigt ist. Okay, keine gute Idee. Ich werde die Stadt retten. Dann tun wir, was immer Sie wollen. Ich weiß bereits, was ich will. Jetzt geh mir aus dem Weg, bevor ich dir weh tue. Scheiße, ich habe den, glaube ich, nicht getroffen, oder? Ah, Mann. Wie viel zahlt Osborn, damit du ihn beschützt? Ich beschütze ihn nicht. Ich will nur die Stadt retten. Alter, hör auf damit. Okay, er wirft wieder, glaube ich. Nee, doch nicht. Schwing! Das heißt Schwing, meine Fresse. Ich halte das ewig durch! Nee, hoffe ich nicht. Los, wirf mal wieder, was? Danke. Doch nicht danke. Jetzt, komm. Das ist das Scheiße, Mann! Ich sollte mal was anderes benutzen, ey.
Reicht das? Für das Antiserum. Ich verspreche, Osborn wird angeklagt. Lügner! Genau wie Osborn! Nichts als Lügen! Ganz ruhig. Schluss damit! Und nicht schon wieder eskalieren. Was tust du? Nein! Wie enttäuschend. Parker. Sie wussten es? Ich wollte sie warnen. Aber sie hörten mir nicht zu. Sie wussten es. Du wirst nicht siegen. Das bedeutet mir zu viel! Sicher nicht mehr. Als mir! Das verstehst du nicht! Du hast nie so gelitten wie ich! Du solltest mir helfen! Hab mich! Keine Netze! Schieße im Eimer! Bitte! Denken Sie daran, wer Sie waren! Dieser Mann ist tot! Du kannst mich nicht retten, Peter! Dann müssen Sie sich wohl selbst retten! Sie waren mein Held! Sie waren so wichtig für mich! Ich hasse es, dass sie mich dazu bringt! Wir wollten die Welt verändern! Hey, jetzt hör auf damit hier, was soll denn das? Der erwischt mich immer wieder, der Typ. Krass, obwohl ich es eigentlich ausweise. Nice. Sie sehen müde aus, Parker. Nicht müde! Nur verletzt. Otto! Wenn man die Welt verändern will, muss man bereit sein, auch die härtesten Entscheidungen zu treffen. Das ist wirklich wahr! Nein! Nein! Antiserum.
Peter, Sie waren wie ein Sohn für mich. Ich hätte wissen müssen, dass Sie sich auch gegen mich stellen, so wie alle anderen. Gegen? Gegen? Ich habe Sie angebetet, Ihren Geist, Ihr Bestreben, anderen zu helfen. Und wie Sie nie aufgaben. Weil Menschen wie wir eine Pflicht haben, eine Verantwortung, unsere Talente für andere zu nutzen. Auch wenn diese es nicht schätzen. Wir müssen für die sorgen, die unter uns stehen. Ob sie es begreifen oder nicht. Nein, das ist falsch! Sie sind das, was ich immer sein wollte! Und sie haben alles weggeworfen! Ja, natürlich. Sie haben recht, Peter. Das ist mir jetzt klar. Die neurale Schnittstelle beeinflusste mich. Aber das kriege ich hin. Wir kriegen das hin. Zusammen. Wenn Sie mir helfen. Ich werde tun, was ich kann. Ich sorge für die beste Hilfe. Nein! Wenn Sie mich einsperren, nehmen Sie mir meine Arme! Dann bin ich in diesem nutzlosen Körper gefangen! Bitte, Peter. Das war nicht ich. Sie haben gesagt, Sie lassen mich nicht im Stich. Niemals. Wissen Sie noch? Und natürlich, keine Sorge. Ihr Geheimnis ist sicher bei mir. Tun Sie, was Sie für richtig halten, Doc. Mehr kann niemand von uns tun. Peter? Auch wenn es unendlich wehtut. Peter, wo wollen Sie hin? Peter? Peter! Noch verwendbar. Aber wir brauchen die gesamte Probe, um mehr zu produzieren. Wie lange dauert das? Stunden. Vielleicht einen Tag. Und wenn wir jetzt damit jemanden heilen? Dann bleibt nicht genug für die anderen. Ich lass dich kurz allein. Es wird alles wieder gut, Ma'am. Ich habe das Gegenmittel hier. Nimm deine Maske ab. Ich würde gern meinen Neffen sehen. Du weißt es? Schon eine ganze Weile. Ich wollte nicht, dass du dich sorgst. Das tat ich. Und ich bin so stolz auf dich. Und Ben wäre es auch. All die Leute, die du gerettet hast. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Doch, das weißt du. Thank you.
Also? Hi, Mary Jane Watson, Mitherausgeberin. Glückwunsch. Danke. Ich wusste, du schaffst das. Was ist mit dir? Was gefunden? Oh, nein, aber... Ich bin gleich bei Ihnen. Danke. Mhm. Ich dachte, ich sollte vielleicht den Beruf wechseln. Hm? Ja, ich glaube, ich möchte Koch werden. Tut mir leid. Es ist... Du bist Wissenschaftler. Ein guter. Mein letztes Projekt brachte einen Monster-Oktopus hervor, der fast die Stadt vernichtet hätte, also... Ja. Ich meine, du machst ein tolles Hähnchencurry. Oh ja, an den Knödeln arbeite ich noch. Gehst du campen? Oh, meine neue Wohnung ist erst in einer Woche fertig, also werde ich erstmal bei Miles übernachten. Oh. Weißt du, du kannst jederzeit bei mir wohnen. Nur wenn du willst. Nein, ich meine ja, ich meine, nein, ich will nicht, das heißt, ich würde wollen, aber nur wenn du es willst. Ich habe es immer gewollt. Ich auch. Also das Ende hat mich jetzt gerade ein bisschen umgehauen, muss ich ehrlich sagen. Wow. Also einerseits, dass Tante May es wusste, plus dass sie jetzt wirklich gestorben ist, damit hatte ich wirklich nicht gerechnet. Und ich habe leicht feuchte Augen, gebe ich zu. Also das ging mir jetzt auch ein bisschen jetzt nahe irgendwie, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass das so ausgeht jetzt hier. Puh, nicht schlecht, Leute. Also natürlich irgendwie ein trauriges Ende, aber es ist dahingehend gut gemacht, weil es halt... Also ohne Scheiß, ich habe echt nicht damit gerechnet. Und dementsprechend ist es fucking gut eigentlich. Also so, zumindest hat es mich emotional jetzt ziemlich mitgenommen gerade. Ja, Leute, geiles Spiel gewesen, hat super Spaß gemacht. Hat richtig Spaß gemacht. Kann man sagen, was man will. Gerade das Rumfliegen und so. Super cool, das Kampfsystem. Ja, ich meine, klar, es ist halt, kennt man auch schon aus anderen Spielen, aus Mittelerde oder Batman oder so.
Aber so mit dieser Spidey-Komponente und so hat das trotzdem mega Spaß gemacht. Und wie gesagt, gerade das Rumgespringe und so war super cool. Geiles Spiel und krasses Ende, muss ich wirklich zugeben. Hätte ich nie erwartet, dass das Ende mich jetzt noch so mitreißt. Mann. Ja, ich hoffe, euch hat es genauso Spaß gemacht zuzugucken. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns dann bei dem nächsten Projekt wiedersehen. Mal gucken. Ich weiß nur, jetzt Ende Oktober kommt dann irgendwann neue Fallout-Beta geht dann los. Also es kommen jetzt viele, viele Spiele in den nächsten Wochen und Monaten raus, wo ich auf jeden Fall Interesse habe, die auch zu zocken. Sei es jetzt irgendwie Fallout, sei es Red Dead Redemption 2, ich weiß es nicht. Es sind sehr, sehr, sehr viele Spiele auf meiner Liste auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten. Ja, und da würde ich mich jetzt von euch erstmal verabschieden. Vielen Dank fürs Zugucken, ne? Bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen. Macht's gut. Tschüssi. Tja, ich bin kein Experte oder so, aber es liegt wohl daran, wie du sie fragst. Ich glaube, ich bin zu nervös. Hey, okay, wo soll das hier hin? Einfach dahin. Okay. Hey, also, Pete? Ja? Ich muss mit dir über was sprechen, was ich meiner Mom nicht erzählen kann. Über was denn? Tja, bei mir passiert irgendwas. Also, körperlich. Oh. Ja, du bist jetzt in dem Alter, in dem dein Körper sich verändert und es gibt da gewisse, also Bereiche. Nein, nicht das. Ich glaube, es ist besser, wenn ich es dir zeige. Ja, genau. Nein, bitte tu's nicht! Ganz schön schräg, was? Wie man's nimmt. Wir waren dicht dran. Ich mache weiter. Ich finde ein Heilmittel. Das werde ich. Ich liebe dich, Sohn. Maybe the city needs our friend more than you think.